Ja, meine lieben YouTube-Freunde, die fünf Fragen, die auch du dir stellen solltest, wenn du das Gefühl hast, dass du nicht von der Stelle kommst. Das kann jetzt sein, dass du beruflich nicht von der Stelle kommst, als Selbstständiger, so wie ich jetzt auch einer bin. Selbstständiger Digitalexperte, Softwareentwickler, Berater, Agenturinhaber etc. pp. Oder auch persönlich. Und häufig überschneiden sich ja diese zwei Bereiche sehr, sehr stark. Ja? Also manchmal ist dann so noch die Ehefrau oder der Ehemann noch mit dem Business mit drin oder der Freund oder die Freundin. Oder letztendlich auch Sohn und Tochter oder Elternteil oder was auch immer. Von daher diese fünf Fragen ganz, ganz wichtig. Also wir fragen halt mal die fünf Fragen, ja, fünf Fragen, die auch du dir stellen solltest, ja. Wenn du stuck bist, ja. Erste Frage, ganz wichtig. Wer ist dein aktueller Kunde, beziehungsweise wer sind deine aktuellen Kunden? Okay, die Wer-Frage. Sind das deine Traumkunden? Einfach nochmal hinterfragen. Ja? Wenn nicht, was kann ich daran ändern? Ja? Am besten nicht einfach sagen, naja, mal angenommen, du hast jetzt einen Kunden, der dich komplett ärgert. Was häufig die Leute falsch machen, ist einfach den einfach abschneiden oder sich nicht mehr drum kümmern, so lange warten, bis er selber kündigt und so weiter, sondern mit dem Kunden reden, proaktiv auf ihn zugehen. Häufig ist es ja so, ja, du kennst es ja auch nach Alex Fischer Düsseldorf, ja. Also wir haben hier einen Apfel, hast du bestimmt schon gehört, ja. 1, 2, 3, 4 Personen, P1, P2, P3, P4, ja. Frage an dich ganz kurz. Wie viele Äpfel gibt es insgesamt, wenn vier Personen einen und den gleichen Apfel betrachten? Okay, jetzt magst du sagen, ein Apfel. Ein anderer mag sagen, vier Äpfel, weil jeder betrachtet ja den Apfel auf eine unterschiedliche Art und Weise. Ja, deswegen gibt es genau genommen eigentlich vier verschiedene Äpfel. Dann kommt die ganze Sache schon näher, die richtige Antwort. Ich muss sagen, leider auch vier Äpfel ist falsch. Ein Apfel ist auch falsch. Ja. Die richtige Antwort ist, fünf Apfel gibt es im Raum, nämlich jeweils den Apfel, den die Person aufgrund ihrer Referenzwerte aus der Vergangenheit sieht. Das heißt, vier verschiedene Versionen des Apfels. Ich hätte fragen sollen, wie viele Versionen des Apfels oder was auch immer. Weil der Ding ist, und auch der fünfte Apfel, das ist letztendlich die Version des Apfels, so wie er tatsächlich ist, wie ihn aber niemals jemand wirklich wahrnehmen wird. Kein einziger Mensch. Ja? Also es ist schon sehr, sehr high level, aber naja, okay. Also deswegen, wenn wir das wissen, und ich verstehe halt nicht, warum diese Stifte sich nicht immer löschen lassen. Jetzt nervt mich. Ich glaube, es sind die falschen Stifte oder was. Und wenn wir das wissen, ja, dann ist es ja so, dass letztendlich, wenn du eine gewisse Situation betrachtest, dein Kunde diese gleiche Situation wieder betrachtet, aber mit einem ganz anderen Rückschluss, ja, aus dieser Situation wieder rausgeht. Das heißt, immer mit dem Kunden ins Gespräch kommen und schauen, okay, können wir vielleicht an der aktuellen Situation was ändern. Es kann sein, zum Beispiel die Zahlungsfristen, ja, wenn der immer ewig braucht, bis er zahlt, 6 Wochen oder sowas. Ja. Und es kann sein, einfach der Pace, ja, also es ist quasi, du stellst eine Frage, du kriegst eine Rückmeldung erst nach einer Woche. Was habe ich alles schon erlebt? Das nächste kann sein, ein bisschen so Gemütlichkeit. Ja? Also, besonders im süddeutschen Raum hat man das ja auch mal häufiger ganz gern mal so einen Kunden, der es so ein bisschen gemütlicher hat. Ne? Also so am Freitag irgendwie sich ja schon mittags raussetzen im Sommer und eine halbe ziehen und so weiter. Aber dann auf der anderen Seite letztendlich ja, nicht wirklich vorankommen. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, ich kann jetzt hier nicht alle nennen. Ja? Und da einfach nochmal hinterfragen, okay, aktueller Kunde, sind es meine optimalen Kunden? Wenn nicht, was kann ich mit denen besprechen, dass es besser wird? Oder sich weitere, bessere Kunden suchen. Im allerschlimmsten Falle, was ich immer davon wirklich eigentlich abraten würde, ist, sich von aktuellen Kunden zu trennen. Denn solange, egal, wenn es auch noch so ein, das habe ich früher auch falsch gemacht, dass ich einfach gesagt habe, hey, der Kunde ärgert mich, den lasse ich mal gehen, ja, sozusagen. Solange ein Kunde dir sozusagen noch einen gewissen Mehrwert bietet, würde ich immer versuchen,
die Beziehung aufrechtzuerhalten, denn das kann sich auch irgendwann mal plötzlich wieder ganz krass viel ändern. Also Kunden ändern sich auch, so wie alle Menschen, teilweise auch von sich selber heraus. Da hast dann du vielleicht gar nichts damit zu tun und plötzlich läuft es dann doch wieder. Also von daher immer niemals den Ast absägen, auf den man sitzt. Ja. Okay, dann, und manche machen dann auch solche Coachings, da wo es dann heißt, mach hochpreisige noch Kunden und das und so, und dann sägen die alle ihre Kunden ab und haben erstmal gar keine Kunden. Ich habe schon in manchen Coaching-Programmen sozusagen Coaching-Kollegen gehabt, ja, die aktuell eigentlich de facto keine Einkünfte haben. Also die waren de facto in so einem Coaching-Programm drin, hatten eigentlich nichts zu tun, außer dieses Coaching und auch kein Einkommen. Und so nach 6, 2, 3 Monaten, 6, 8 Wochen ist ihnen dann eingefallen, dass sie eigentlich 2 Kinder haben oder 3 oder wie viel wird es waren, weiß ich nicht mehr genau. Und eigentlich schon länger nichts mehr verdient. Jetzt müssen sie eigentlich wieder genau das Gleiche tun, wie sie schon vorher gemacht haben, weil mit dem Coaching sind sie auch noch nicht ganz durch fertig geworden. Und naja, long story short, ich werde hier mal versuchen, das Licht anzumachen. Warte mal kurz. Müsste jetzt ein bisschen besser sein. Ja, okay, also. Dann zweite Frage, die ich stellen soll. Tiefgehende Frage. Purpose. Zahlt das, was ich aktuell mache, wirklich auf meinen Purpose ein? Purpose ist zum Beispiel, ich möchte Softwareentwicklern, die einfach nicht von der Stelle kommen, helfen, dass sie ihre ersten Angestellten, dass sie mehr Cashflow reinkriegen und dann ihre ersten Angestellten sozusagen reinmachen können, ja? Also ins Unternehmen mit reinnehmen können. Oder ich möchte Jugendlichen weiterhelfen, dass sie ihre Zeit nicht verschwenden mit irgendwelchen Universitätsgedönsen und so weiter und sich da einfach sicherer sind bei dem, was sie halt machen. Also ich möchte, also meine Nichte zum Beispiel, was die irgendwie, erst die ersten 2, 3 Jahre hat es einfach komplett in den Wind geschissen, ja, mit irgendwelcher Sozialpädagogik und irgendwelchen Scheißdreck. Dann war sie schon 23, ja, da wo die meisten Engländer ja schon ihr erstes Haus abbezahlen. Ja, ist meistens so, dass der deutsche Student dann nochmal von vorn anfängt mit dem Studium. Bei mir war es ja auch ganz ähnlich. Also damals auch Zeitverschwendung. Also. Dann die dritte Frage. Finanzen. Long-term versus short-term. Finanzen. Long-term versus short-term. Ja, ganz, ganz wichtige Frage, die du dir selber stellen solltest, wenn du nicht vorankommst. Ja. Sind deine Entscheidungen, die du aktuell gefällt hast in den letzten Monaten, Wochen, waren die immer Short-Term-Entscheidungen oder waren sie Long-Term-Entscheidungen? Das heißt, naja, du hast jetzt zum Beispiel irgendwie Cashflow-Probleme gehabt, okay, jetzt musstest du irgendwie Cost-Cutting betreiben und hast dich dafür entschlossen, Marketing und Vertrieb zu dezimieren. Das ist jetzt eine Short-Term-Maßnahme, die ich aber Long-Term eventuell den kompletten Kopf kosten könnte. Na, du hast jetzt letztendlich ist eine Schrumpfungsmaßnahme. Ja? Dann Short-Term-Maßnahme wäre Marketing und Vertrieb reduzieren. Ja? Long-Term-Maßnahme wäre, du schaust, dass du den günstigen Kredit irgendwo bekommst. Und du erhöhst Marketing und Vertrieb, gerade weil es aktuell irgendwie ein bisschen rezessiv ist und ein bisschen kriselt oder was auch immer. Jetzt mal angenommen, ja, Fallbeispiel. Ganz wichtig, Long-Term versus Short-Term. Ich habe schon in der Vergangenheit so viele Fehlentscheidungen getroffen, finanzieller Art, Short-Term, wirklich.
Ich habe Cryptocurrencies gekauft und wieder verkauft, genau immer zum falschen Zeitpunkt, bestimmt dreimal. Und wenn ich jetzt halt schaue, einiges falsch gemacht, und wenn ich jetzt halt schaue, die Long-Term-Maßnahmen, weil ich sie teilweise vergessen hatte, einfach gekauft und vergessen zum Beispiel, was Investments betrifft, ja, dann waren das immer die besseren Entscheidungen, ja. Und genauso ist es auch im Business letztendlich, ja. Long-Term-Entscheidung ist zum Beispiel, ja, diese ganzen SEO-Maßnahmen, ja, habe ich erst 1, 2, 3 Jahre lang habe ich mir das aufgebaut und erst dann hat es so richtig gegriffen und dann habe ich 2, 3, 4 Jahre lang davon profitiert, ja. Und das ist nur mal so ein Beispiel, gibt es bestimmt noch mehr Beispiele, die ich jetzt rausziehen könnte. Dann die vierte Frage, die du dir unbedingt stellen solltest. Vierte Frage, was? Wir hatten hier, wer jetzt was macht dich wirklich glücklich? Ja, manche haben mal jetzt sagen, oh, das ist ja so eine komische, esoterische Frage. Nein, überhaupt gar nicht. Geh mal wirklich mit dir selber ins Gericht und stelle die Frage, was macht dich wirklich glücklich? Denn, warum? Warum? Was hat es überhaupt mit Kundengewinnung, Skalierung und dergleichen zu tun? Ganz einfach. Wenn ich jetzt hier rausschaue, ja, wenn ich jetzt hier rausschaue und ich habe jetzt in meinem super hübschen neuen Büro im 6. Stock und ich sehe hier einfach den Wolkenhimmel und dann drüben, wenn ich euch jetzt mal ganz kurz da hinten, da ist dann das die Südseite und da sieht man die Alpen, ja, also rüber bis Österreich quasi, bis, ja, Österreich, ich glaube, bis Schweiz glaube ich nicht, bis Österreich sieht man da rüber, ja, und es ist einfach, wie soll ich sagen, so ein kleiner Traum von mir schon immer gewesen, so ein Büro halt zu haben, ja, ist halt, macht mich ein bisschen glücklich, ja. Eine Jura-Kaffeemaschine, ja, wo ich mich nicht drum kümmern brauche, die ist immer gefüllt. Putzfrau, der ganze Dreck, ja. Also das ganze Zeug, ja, was ich immer gehasst habe, selber alles machen zu müssen, alles geserviced und so weiter. Ich hatte früher ein Büro, wo ich mal alles selber sauber machen musste. Und viele, viele Dinge, ja, was macht mich wirklich, wirklich glücklich, ja. Ich bin jetzt so weit, dass ich sage, okay, ich habe 2 Freundinnen, ja, die machen mich glücklich und so weiter. Das ist natürlich auch privat, hängt natürlich auch viel. Warum? Weil, wenn du glücklich bist, kannst du auch ganz anders im Business auftreten und dort, also ich habe 2 Freundinnen, die sich auch miteinander verstehen, das kannst du auch letztendlich, ja, die wissen voneinander, klar, und dass die letztendlich, dass du sagst, okay, ich bin dann glücklich und dann strahle ich auch anders aus und dann bin ich auch letztendlich ganz anders und trete ich auch besser auf, wenn es darum geht, mich zu verkaufen und letztendlich das, was ich habe, Service, Dienstleistung, was auch immer zu verkaufen. Also es spielt eine ganz große Rolle. Dann das fünfte, ja, ist letztendlich, was gibt dir maximale Energie? Und hier, das ist eine Frage, Guys. Es ist, manchmal treffe ich so einen kleinen Hund auf der Straße, so einen knuddeligen, so einen wuscheligen, und dann knuddel ich den so und dann streichle ich den so und das tut so unfassbar gut. Eigentlich müsste ich mir so einen Hund anschaffen, nur ich habe keine Zeit, mich um den Hund ständig zu kümmern. Und in dem Büro hier, wo ich gerade bin, sind keine Hunde erlaubt. Deswegen, also in dem ganzen Gebäude sind eigentlich keine Hunde erlaubt. Wir haben unten im 2. Stock haben wir einen, der nimmt trotzdem den Hund immer mit. Und, aber so, dass es keiner sieht. Ja? Aber ich habe es schon längst gemerkt. Und, aber ich sage auch nichts, ne? Weil der macht einen guten Job. Und ist ein guter Vertriebler. Und von daher... Es ist immer so witzig, wenn er dann immer so reingeht, so ganz schnell so reinhuscht mit seinem Hund, dann so
so ganz, ganz schnell zieht er dann so rein ins Büro. Und der hat noch nicht immer dabei und so weiter. Ne? Ich weiß ja, wie das ist. Ich bin mit Hunden aufgewachsen. Meine Schwester ist ein Hundenarr, 6 Jahre älter wie ich. Und deswegen weiß ich, wie das ist. Man hat einen hohen Preis, den man zahlen muss, wenn man Hunde hat. Man ist da sehr gebunden, sehr angehängt. Ja, anders wie bei den Katzen. Die kannst du auch mal 12 Wochen alleine lassen. Okay, was gibt Energie? Sorry, ich muss noch an die Tafel schreiben. Was gibt Energie? Was gibt dir Energie? Also bei mir war es lange Zeit, war ich schon zufrieden, wenn du mir ein Latte Macchiato gegeben hast, ja, und das hat mir schon gereicht. Aber mittlerweile reicht mir es nicht mehr. Also, jetzt mal im Ernst, was gibt dir Energie? Zum Beispiel ich hatte zum Beispiel bis zu meinem 50. Lebensjahr, das ist vor drei Tagen, ist es eingetreten, hatte ich ein ganz spezielles Ziel, ja, und das war ein, 7-stelliges Ziel und so weiter, und das hat mir immer Energie gegeben, weil das wollte ich unbedingt erreichen und so weiter. Ja, also es kann ein finanzielles Ziel sein, aber ganz ehrlich gesagt, die eigentlich wichtigen Ziele, die haben mit Finanzen eigentlich gar nichts zu tun im Leben, sondern es ist sowas wie das eigentliche Glück, ja, das hast du letztendlich, findest du immer in Menschen wieder. Ja? Also deine Freundin, dein Freund, deine Frau, dein Ehemann, wenn du an Heiraten und sowas glaubst. Also das ist eigentlich letztendlich mein absoluter Tipp. Die meiste Energie kriegst du von Menschen wieder, wenn du mit den richtigen Menschen zusammen bist. Und dann ist es auch eine Wechselwirkung. Also du gibst denen Energie, die geben dir Energie. Was natürlich auch das Gegenteil ist. Ja? Energievampire, die sich gegenseitig die Energie absaugen, ist wahrscheinlich das ist wahrscheinlich das Schlimmste, was passieren kann. Und in Menschen, die dir Energie geben, ist wahrscheinlich das Beste, was dir passieren kann. Also da die beiden Extreme. Und alles andere ist eigentlich nur von sehr kurzer Dauer. Also man könnte ja auch bei der Frage hier, was gibt dir eigentlich Energie, auch hier wieder Short-Term versus Long-Term. Ja, also wenn du die richtige, also ich jetzt als von meiner Mann-Perspektive, das richtige Mädel, die richtige Frau, die richtige Freundin, die, selbst wenn ich sie nur für eine Stunde, sie für 2 Stunden, für 3 Stunden nur Zeit habe, das gibt mir so viel Energie für eine ganze Woche oder zwei. Und das ist letztendlich fast schon unvergänglich. Ja? Sowas wie ein Audi A6 Turbodiesel 3,5 Liter oder irgendwie sowas macht auch Spaß. Aber wenn ich den jetzt, sagen wir mal, ein paar Mal gefahren habe, dann ist es dann auch wieder nicht mehr so interessant. Also letztendlich, was gibt Energie? Manche Dinge Short-Term ist auch okay. Manche Dinge Long-Term, da würde ich mich eher darauf fokussieren, weil einfach der Return einfach ganz anderer nochmal ist. Okay, das soll es gewesen sein für dieses Video. Diese 5 Fragen sollst du dir auf jeden Fall stellen, wenn du nicht weiterkommst, denn es ist in der Regel eine oder mehrere von diesen Fragen, dessen Antwort du dann letztendlich bekommst, wenn du ganz ehrlich mit dir selber bist, wo du dann letztendlich dran arbeiten kannst, um dann wieder weiterzukommen. Ja? Also ich würde fast behaupten, egal was es ist, der Grund, warum du nicht weiterkommst, es hat mit einem von diesen 5 Punkten hat es letztendlich zu tun. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, wer sind deine Kunden? Ganz wichtige Frage. Ich habe auch 2020, 2021 in der Pandemiephase mich auf einen Kunden ganz besonders konzentriert, weil ich auch gesagt habe, ja, in dieser Pandemie, das ist ein Ausnahmezustand, ja, konzentriere mich auf diesen einen Kunden ganz besonders und so weiter. Ne? Und ich habe wahrscheinlich 100.000, 200.000 Euro nicht verdient. Warum? Weil ich natürlich, wenn ich meine Aufmerksamkeit mehreren Kunden gleichzeitig gegeben hätte, dann hätte ich mehr Geld verdient, ja, ganz einfach. Weil da war auch irgendwie ein Cap-Limit mit diesem einen Kunden, der war damals irgendwie so 10 Millionen gemacht im Jahr. Und der hätte mit mir halt auch, letztendlich hatte auch nicht wirklich mehr Budget. Okay, und dann letztendlich, okay, zweites tiefgehende Frage nach deinem Purpose. Ja, wenn du nämlich deinem Purpose nicht folgst, dann folgst du deiner Berufung nicht und dann ist letztendlich das, was du tust als Beruf, ja, das Falsche und dann kommst du meistens auch nicht irgendwann nicht mehr weiter.
Das dritte ist finanzielle Short-Term, Long-Term-Entscheidungen. Ja. Ganz wichtig, das Beispiel eben auch mit, wenn es mal nicht so geht. Ja. Long-Term-Entscheidung wäre, einen vernünftigen Kredit aufnehmen, um dann sozusagen eine Finanzinjektion. Short-Term-Entscheidung wäre Reduktion, alles runterfahren und auf bessere Zeiten hoffen. Das sind dann meistens die, die dann ein, zwei Jahre später out of business sind. Also ganz gezielt ist es auch mal, sich einen Kredit aufzunehmen, überhaupt keine Schande als Unternehmer. Es ist überhaupt so eine Sache, dieses also Unternehmertum per se. Also als ich vor 30 Jahren Industriekaufmann gelernt habe, da war per se immer eine Position in der Bilanz Fremdkapital. Also das war eine der wichtigsten Positionen überhaupt, die ganzen Kalkulationen, die darauf basiert und so weiter. Ich habe das meiste vergessen, aber ganz ehrlich gesagt, auch heutzutage, weil in dieser ganzen modernen Coaching-Szene und so weiter, solltest du am besten alles irgendwie selbst finanzieren und am besten schon Vorauszahlungen nur noch akzeptieren und was weiß ich alles für ein Cope-Card, ja, da wird dann sozusagen der Haken gesetzt, dass du die 14 Tage Rückgabegarantie einfach aushebelst, ja, die in unserem HGB ja quasi per sozusagen Handelsgesetz ja festgeschrieben ist und so weiter, alle möglichen komischen Sachen, also das ist ja der absolute Wahnsinn. Ja, aber nur das, so funktioniert das, ja, also, weil, wie willst du denn heute, wenn du ein Cash, Time per Cash, wenn du ein Delay hast, also wenn, du musst ja immer, letztendlich als Unternehmer, das Prinzip der Vorfinanzierung als Unternehmer ist eigentlich ein festgeschriebenes Gesetz, es geht ja gar nicht anders, ja, also, du kaufst Rohstoffe ein, ja, oder du kaufst Menschen ein, in dem Fall die Rohstoffe. Also letztendlich, also ohne Fremdkapital ist es eigentlich nicht möglich. Ja? Das heißt, besonders größere Businesses, das ist einfach das Normalste auf der Welt. Und heutzutage ist es, oh, du hast einen Kredit. Das ist, ja. Ich meine, jetzt rede ich von persönlich, mein Unternehmer. Ne? Das ist okay. Anyway, so, viertes, was macht dich wirklich glücklich, ja, ganz wichtiger Punkt, ja, weil das ist letztendlich was, wo du dich immer wieder hochziehen kannst dran, ja, die richtige Freundin, wenn du mit der falschen Freundin zusammen bist, such dir eine bessere Freundin, ja, einen Nachmittag mit der richtigen Freundin, kann ich das sagen, gibt dir Energie für das ganze Monat und dann hier letztendlich, was gibt dir am meisten Energie. Okay, es soll es gewesen sein, ciao.